Herzlich willkommen zurück, Schunkulin, Freundinnen und Freunde der Welt of Warcraft. Zurück zu Folge Nummer 23 mittlerweile in meinem Solo-Let's Play ohne Erbstücke für alle WoW-Einsteigerinnen und Einsteiger, in denen ich in Echtzeit demonstrieren und zeigen möchte, wie ich mir hier einen Goldbestand aufbaue, erfarme, erlevele und einiges natürlich an Zeit investieren muss. Die plotten wir, die loggen wir mit in meinem Dokument hier mittlerweile. 22 Folgen abgeschlossen. Wir sind bei 28.499 Gold. Wir werden gleich einiges an Aktionen wieder einstellen müssen. Ihr kennt das Prozedere mittlerweile. Die Playlist ist verlinkt. Und während ihr dieses Video seht, habe ich als Dankeschön für die Kanalmitglieder die nächsten 2, 3, 4 Folgen bereits freigeschaltet. Die kriegen Vorabzugriffe. Es wird hier aber alles öffentlich. Selbstverständlich, wie sich das gehört. Und im Moment kriegen wir das Pensum hin mit einer täglichen Folge. Das ist schon cool. Macht mir natürlich deswegen auch so viel Spaß, weil ihr diese große Resonanz zeigt und habt. Dafür bedanke ich mich sehr von Herzen. Und das ist ja das Schönste, was du hast als Content Creator, dass du einfach dieses Feedback erhältst. Und die Leute, die sagen, das macht Spaß. Das waren nochmal die Rahmenbedingungen. Und wir stürzen uns in Folge 23. Es wird jetzt ein ganz großer Schwung an Auktionen zurückgekommen sein. Danach leveln wir den Orgjäger weiter. Da würde ich gerne ein bisschen so BC-Materialien farmen und ein bisschen questen und leveln, dass man eine etwas andere Kulisse hat. Bisschen Ortswechsel. Den Rennerjäger, den habe ich mir erstellt für den Stream, der dann schon gelaufen ist. Vielleicht auch schon der zweite. Mal gucken, wenn ihr das hier schaut. So, das haben wir. Also los geht's, Auktionsmann. Und dann wollen wir mal gucken, wie groß das Drama ist, der 5 Milliarden Sachen, die zurückgekommen sind in die Post. Genau, 28.499. Ja. Da wird jetzt sehr viel zurückkommen, weil ich nach der Folge 22 offline gegangen bin, kurz bevor die anderen Auktionen ausgelaufen sind. Und das war von mir aus gesehen gestern. Und ihr seht, das Postfach ist voll. Alle abgelaufen. Ich freue mich zumindest 1960 Gold zu sehen. Das bedeutet, wir haben unser Gold pro Stunde Schnitt jetzt für diese Folge zumindest dann auch wieder halten können. Aber ihr seht, was hier alles für Schlons zurückgekommen ist. So, den kloppen wir jetzt gleich in das AH. Und kommen wahrscheinlich gleich in den Throttle rein. Oder laufen schon wieder, seht ihr, ne? Das ist jetzt, das sind die Sachen von gestern, die laufen dann auch gleich wieder aus. Aber das macht ja nichts. Ich nehme jetzt mal hier ein paar Sachen raus. Achso, dann sind das sogar nur 10 Gegenstände. Das war jetzt zu defensiv. So, schon besser. Ja, baut das ein in eure Prozeduren beim Einloggen, Auktionieren mit dem Auktionshauscharakter. Wenn ihr durch seid bei der Session, auch nochmal die Sachen ein- und nachstellen, euch rüberschicken. Dass ihr gar nicht mehr drüber nachdenkt, ihr macht das einfach. Zumindest dann für die Session. Und je nachdem, ich habe das jetzt auf diese 24 Stunden ja sowieso gestreckt, weil man jetzt tatsächlich schon sieht, ich habe tatsächlich im Moment auch nur genau diese Phasen, dass ich das einmal täglich dann mache. Und manchmal ein bisschen vor, ein paar Stunden vor, ein paar Stunden nachher. Das ist jetzt dann ungefähr vor 23 Stunden gewesen. Ja. Also wir werden irgendwann anfangen, Sachen rauszuschmeißen. Ich freue mich übrigens, ich habe im Discord, hat jemand geschrieben, dass die Händler-Items, die Vendor-Items tatsächlich auf seinem / ihrem Server verkauft worden sind, die ich hier gezeigt hatte. Und das ist ja der Punkt, das sagte ich auch in der letzten Folge. Der Erfolg besteht darin, dass ihr mir zeigt, dass ihr Sachen verkaufen konntet.
Wenn ich viele Sachen verkaufen will, dann spiele ich halt auf meinem Main-Account mit meiner Gruppe und dann fräse ich ganz anders durch die Systeme. Das ist aber kein realistisches Casual-Szenario. Und so kommt mir das jetzt auch persönlich gerade entgegen, genauso Casual WoW anzugehen. Wir haben ja auch die Zeit. Wir haben auch die Zeit, ja, bis die nächste Expansion kommt. Wir haben gar keinen Stress. Ja. Wir arbeiten uns hier durch die Adventszeit. Und ihr seht schon einiges an Auktionen unter Mindestpreis. Da gucken wir dann aber zum Schluss. Na, immerhin 2197 Gold sogar. Wir können da gleich mal gucken, was wir verkauft haben. Silberblatt, also viel Kleinkram. Ich sag ja, der summiert sich. Weste des knappen 892 Gold, silberne Ausgehroben 428. Habe ich die etwa zu günstig eingestellt, die silbernen Ausgehroben? Weiß ich nicht. Modisches schwarzes Hemd, Bastardschwert, gestrickte Handschuhe, Cartoon-Gürtel. Und 2100 Gold. Es ist nicht die Masse, aber wir haben sie. Ja, und damit haben wir 30.000 Gold gelockt. Ich logge mich mal kurz wieder aus und wieder ein. Weil mein PC nur bei World of Warcraft. Nur bei World of Warcraft. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann Cyberpunk, ich kann Call of Duty, ich kann Assassin's Creed, Forza Horizon, you name it. Wirklich alle spielen. Sogar City Skylines konnte ich hier mit dem System, was wirklich im Moment alle PCs penetriert. Ohne Probleme. Bei World of Warcraft, da muss irgendwie eine Software im Hintergrund, die Grafikschnittstelle, Grafikkarte, Treiber, V-Sync, G-Sync, irgendetwas verträgt sich nicht, dass mein System teilweise rumspinnt. Daher fühlte ich mich hier jetzt einfach wohler. Ganz kurz das nochmal zu plotten. So, wir hauen hier nochmal alles wieder rein. Und gucken jetzt mal im Ledger hier Einnahmen. So. Die silbernen Ausgehroben, okay, die hatte ich nur für 499 Gold drin. Ist jetzt die Frage, ob das zu defensiv war. Ja, gut. Mal sehen. Schattenfellschläge ist... Da schwanke ich jetzt schon wieder. Ist das zu viel des Guten, um Perlenbesetzter schwer? Ist das zu viel des Guten? Vielleicht gruppiere ich die einfach nochmal tiefer. Wie gesagt, jetzt über Wochen keine 39.000 Gold machen. Oder vielleicht schneller nur ein Tüttelchen. 29.000 Gold oder 19.000 Gold, die haben wir dann. So, nochmal kurz gucken. So, also, genau, den Schattenfellschlägel. Den stelle ich nochmal günstiger an. Ich glaube, 49.000 ist zu viel des Guten. Den Speer lasse ich, aber ich glaube, das ist... Das ist... Ja klar, hat sich jetzt nach einem Tag nicht verkauft. Das, davon mache ich das nicht abhängig. Aber ich nehme ihn lieber jetzt schon raus, weil ich nicht glaube, das ist zu viel des Guten. Das ist einfach zu viel des Guten. Und ich finde ihn jetzt optisch auch nicht so überragend, dass man sagen könnte, guck mal, das ist aber hier, wow, was für ein toller Hammer. Dafür gibt es zu viele ähnliche Modelle. Das heißt, den schieben wir in eine Gruppe defensiver, den nehmen wir mal rein für 29.000. Erheblich defensiver. Das wäre für mich in Ordnung, Hausstecken 49, okay, ist hier gedumpt. Bestickte Stiefel 299, könnte ich jetzt auch reinkloppen in diese 0815 Gruppe. Mache ich jetzt auch. Weil wir jetzt schon ziemlich viele Items im Auktionshaus haben, fange ich jetzt an, hier ein bisschen defensiver zu agieren und schiebe schon ein paar Sachen einfach runter. Wie gesagt, die Sachen sollen ja auch weggehen. Bestickte Stiefel hier. Packe ich auch hier rein. Passt für mich. Gravierte Lederhose, ja, das sind hier... Das sind aber halt auch die Gegenstände, die findet ihr wirklich gefühlt bei jedem Levelprozess. Wirklich bei jedem Levelprozess. So, die packen wir mal hier hin. Kadettenstulpen. Für eine 100, die könnte man für mehr verkaufen, aber... Ja. Wenn da jetzt schon drei andere mit auktionieren, wird's schwierig.
gehen wir auch ein bisschen defensiver an. 299. Weichlederstiefel, 299. Gut, die können hier... Na, es ist sogar leichter. Ihr könnt jetzt hier weich... So, Weichlederstiefel kann man ein bisschen schneller filtern und sortieren. So, etwas weg. Es ist weg. Wasserbefleckte Lederstiefel. Wie gesagt, ist ein Kupferflip. Stellt jemand ein für 99, da würde ich jetzt sagen, gut, dann machen wir das jetzt so. Wasserbefleckte Lederstiefel. Dann machen wir das so. In die 129er Gruppe. Beschlagene Stiefel. Aus der 299er raus. Also müsst ihr auch nicht mal, ihr könnt das auch so lassen, aber ich wollte damit nur sagen, dass es nachher spannend, wenn wir nicht über die Crap-Items sprechen. Also wenn ich die teuren Items sortiere. Habt ihr ja gerade gesehen, wie bei dem Schlegel. So dieses Mikromanagement macht ihr nachher nicht mehr. Dann kickt ihr die Sachen raus oder lasst die Gruppen weg. Sie verkaufen sich oder nicht. Oder ihr dumpt sie. Ne, das bleibt euch alles überlassen, wie ihr damit umgeht. Hier will ich jetzt einfach nur, weil wir jetzt noch zu Beginn hier dieser ganzen Prozesse sind, ein bisschen demonstrieren. Wie entscheide ich jetzt eigentlich was? So Räuberstulpen ist nur regionaler Verkaufspreis 20 Gold. Das ist auch ein Gegenstand, den findet ihr, ich will nicht sagen an jeder Ecke, aber... egal, genau. Dann machen wir mal ganz kurz hier Gruppen. Ja, also manchmal hängt sich TSM auch auf. Dann loggen wir uns wieder ein. Und gucken, ob er die Sachen zumindest jetzt, die wir jetzt hatten, ob er die jetzt schon reinschmeißen kann. Die ich mich jetzt gerade gekümmert hatte. Ja, ihr seht so ein paar. Und da bietet er hierhin schon. Schattenfellschlegel hat jetzt auch bei der 29.000. Geborgene Strickstiefel. Geborgene Strickstiefel. Stelle ich auch an den 129er. Und die Räuberstulpen war das. Vielleicht kam man mit dem Umlaut gerade nicht klar. Die haben wir dann auch hier in diese bloß weg Gruppe. Kurzschwert hier nur für ein Gold gedammt und so, die lasse ich dann, die schicke ich im Zweifel einfach weg. So. Aber wir sind bei über 30.000 Gold, wir haben 30.000 Gold geknackt. Ist gerade zu Beginn so diese kleinen Meilensteine, ne, die 10.000er. Hier die kleinen Eier, die jetzt zurückgekommen sind, CS Kondofleisch. Warum ist das jetzt so gedammt? Regionsverkaufspreis 18 Gold, ja, okay. Silber, Entschuldigung. Muschelfleisch. Ist auch schon hier brutal gedammt. Grober Stein. Wollstoff. Leinenstoff. Dicke Müllockschuppe, ja. Silber ist Silber. Und das Zinnerz nehmen wir hier 1,58. So, dann stellen wir uns schon mal wieder zur Post. Dann haben wir jetzt hier die Sachen eingestellt. So, und ihr seht, ist jetzt knapp eine Viertelstunde, ist da jetzt auch schon wieder durch. So. Den Orkjäger wollten wir spielen. Hat er da schon die ganzen Taschen? Ich glaube ja. Hatten wir. Taschen haben wir. Oh, aber einige Sachen habe ich gar nicht rübergeschickt nach der letzten Session. Warum nicht? Weiß ich nicht. Interessant. Habe ich die Chromie-Time schon eingestellt? Nächste Frage. Burning Crusade haben wir. Das heißt, da muss ich jetzt wahrscheinlich zum Portal. Ja, das muss es. Sehr cool.
Dann gehen wir doch jetzt mal rüber in die Scheinwelt. Warcraft Rumble Automat, genau. Ich denke, Moment. Wobei, ist egal. Berufe, Angeln kann ich ja eigentlich auch in der Scheinwelt lernen. Sag, ihr wollt alle Berufe erstmal mitnehmen. Ich muss nach unten, glaube ich. HDZ, Schattrad, Schattradportal. Ich muss mich im dunklen Portal melden, das machen wir jetzt so. Boink. So, jetzt werden wir hier reingebeamt, ja, dann kommen wir jetzt nicht in die Warlords of Draenor Kampagne. So, die Quest können wir hier beenden. Und machen uns jetzt auf den Weg, genau. Ab nach Thralmar. Zug. Kurz nochmal gucken hier. Nicht, dass wir hier spannende Waren verpassen, aber ich glaube, nee, war glaube ich nichts. Gucken hier Vorräte. Ja, Blut und Donner. Okay. Orgrimmar. Raus damit. Für die Haare. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie euch die Scherbenwelt generell gefällt. Levelt ihr da gerne? Nutzt ihr das als Chromie Time? Ich weiß, das ist damals zum Classic-Übergang 2006 in die Scherbenwelt. 2006, 2007. Auch viele gab, die den Kontrast zur Classic-Welt zu krass fanden. Ne? Stell dich vor, kommt das Classic, dass das die erste Expansion und für viele war dieses Fellfire und dieses leicht, ja, wie soll man sagen, hier einfach mal nach oben gucken. Das war manchen schon irgendwie zu viel und so ein Disconnect optisch und von der ganzen Art und Weise der Illustration und der Art und Weise des Worldbuildings. Also im Nachhinein hat man ja das Gefühl, alle WoW-Expansionen kommen besser weg als immer das, was aktuell ist. Aber ich kann nicht versichern, dass es damals auch schon große Debatten gab, ob die Leute das eigentlich gut finden, so wie die WoW da gestaltet wurde. Mir macht die Scheinwelt Spaß. Die Quest hier gerne. Gibt viel, die Quest-Hubs sind super, es gibt da echt viel zu tun. Gibt gute XP, es ist alles gut gebündelt. Das nehmen wir hier alles mit. So, Kräuterkunde müssen wir gleich da oben hin, ne? Ja, was ist für euch da oben hin? Zeige ich gleich. Also was ist heute Rüstmeister? So eigentlich irrelevant, da könnten wir dann mal gucken, ob solche Geschichten, ja, zumindest das, was nicht beim wird beim Aufheben gebunden, gelockt wird, sondern alles, was ich irgendwie verkaufen kann. Da müssen wir mal schauen. Ob wir das denn nötig haben, je nachdem, ne? Ob wir mit gefundenen BOE-Sachen und dem, was wir sammeln und farmen durch das Questen, schon so viel Gold zusammenbekommen. Was braucht ihr? Ja. Genau, die Scherbenwelt ist doof. Auch eine sehr lustige Quest. Hier ist Leder. So, wo setzen wir jetzt den Klingenhügel? Will ich den Klingenhügel haben? Brauchen wir eigentlich nicht. Ich setz den mal hier. Ich hab genau das, was ihr braucht. Genau, hier sind die Juweliers.
Links hier ist Schneider. Ist alles ein bisschen anders als bei der Allianz. Mal kurz was testen hier. Friede sei mit euch. Genau, nach Shadrat können wir ja schon fliegen und damit auch wieder durch das Orgrimmar-Portal, falls nötig. So, Krotakonne muss ich jetzt nochmal holen. Das ist hier oben. Also da oben in dem Turm, meine ich. Schmiedekunstlehrer. Ja, haben wir hier wieder feine Sachen, die wir nutzen können. So. Da könnte man 6 Gold investieren. Könnte man flippen. Machen wir dann, wenn es soweit ist. Sobald ich das Gold habe, gucken wir uns das nochmal an. Das will ich mir mit dem Charakter erst verdienen. Ich brauche Ziele. Ich will nicht dem Auktionshandelsschar auf der Tasche liegen so früh. Kräuterkunde. Das nehmen wir erstmal alles mit, meine Lieben. Die Musik hat auch so nichts Positives irgendwie, ne? So, mal gucken, ob hier gleich der Einschlag kommt. Die Zitadelle sind ja schon... Genau, Höllenfeuer, Bollwerk. Aber gut, das sind ja Sachen, die kann man ja mitnehmen, wenn man sich für die Dungeons anmeldet. Ich meine, könnten wir dann auch schon machen. Gibt... Was? Ne, 80 Silberbelohnung, wollte ich sagen. Das gibt doch nicht 80 Gold, oder? Mit Level 10. Das wäre schon krass. Das wäre richtig krass. Und ich habe auch noch nicht so viele Zauber, die ich nutzen kann. Ne? Ich bin mir da noch irgendwie unsicher. Was haben wir denn eigentlich für eine Treffsicherheit? Genau, ich bin also nicht... Da muss ich mich auch erstmal ein bisschen umstellen. So, was wollen wir jetzt hier machen? Knochenmalmerblut und gebrauchtes so, Holz. Ach hier, oh, da muss man ein bisschen schauen, aber wir haben ja ein Pet. So ein Pet ist schon nett. Netherstoff. Was bringt denn eigentlich Netherstoff überhaupt noch? Runenstoff? 12 Silber, Netherstoff 9 Silber, ja, okay. Ne? Also dadurch, dass wir jetzt 30.000 Gold geknackt haben, sind wir jetzt nicht unbedingt in Regionen, bei denen ich sage, oh wow, da braucht man das noch. Aber dann versteht ihr jetzt, warum man sehr oft sagt, passt auf, man farmt sich nachher so viel Gold zusammen, dass man diese Ressourcen, die man dann braucht, um zum Beispiel Schneiderei zu leveln, die kauft ihr euch dann später. Die jetzt zu farmen dauert viel zu lang. Ich meine, wenn man sowieso Mobs kloppt, nimmt man das irgendwie mit. Und deswegen haue ich die auch nicht zu den Dumpingpreisen ran, sondern stelle sie ein bisschen höher ein. Parke sie also gegen Silber, was ich investiere, und auch ein bisschen Gold, den Kram im Auktionshaus, weil das nachher günstiger sein kann, als nachzukaufen. Ich habe die Sachen dann ja schon, dann hat mich das nur Auktionshausgebühren gekostet. So. Bei dem Thema Opportunitätskost, ne? Also es ist leichter, das zu liquidieren und danach nachzukaufen, kann man sich auch überlegen. Oder man hat so einen guten Verkaufspreis, wenn es dafür weggeht, sagt man, okay, dann ist es vielleicht mehr als das, was ich nachher selber ausgeben würde. Muss man schauen, was es nach einem Auktionshausgebühren wirklich kostet. Ja, gerade zu Beginn, Jäger ist halt super, ja, jetzt auch ohne Erbstücke. Es ist, mit dem Pet ist es nett. Weil es dann doch immer noch ein bisschen Damage macht. Gerade wenn die nachher spotten können und sowas.
Also den, oh, Verzeihung, wollte nicht randalieren. Also den Schaden, da will ich auf jeden Fall als ruhig auch fokussiert, nicht nur die Mage, sondern Jäger, den Stream-Char dann ja auch, ja, mit dem kann ich auch ein bisschen was machen. Und jemand fragt, wieso denn so viele Klassen? Ja, mehr Klassen bedeutet mehr Möglichkeiten, mehr Berufskombination, mehr Abstellplätze, unterschiedliche Crewme-Times. Ich kann Sachen unterschiedlich testen, ich bin viel mobiler und flexibler und es macht auch Spaß, die Klassen unterschiedlich zu spielen. Und man hat im Zweifel zusätzliche Klassen für Cooldowns, ne? Und nicht umsonst gibt es so Grüße an Nachtfall wieder, die absoluten Multitwinker, ja, die wirklich Dutzende Alts und Twinks haben. Eigentlich spricht man von Alts, nicht von Twinks. Nochmal Blut haben wir gleich voll. Spreuink, Spreuink. Ja, na egal. Naja, doch, passt schon. Also der Skopit macht hier schon seinen Job. Und das erste Blümchen nehmen wir mit. Stufe 11, juhai. So, ah, gezielter Schuss. So geht das ja also los. So, den Speck habe ich ewig nicht mehr gespielt. Zwei Quests bereit zum Abgeben. Ja, nett. Nett. Schon cool, mal gucken. Muffige Lederrüstung. 44 Gold. Also, die stellen wir auch an zumindest Preis. Ne? Diesen ganzen grauen Quatsch. Den stellen wir mal rein. 19% XP haben wir noch. Ich finde, die Scherbenwelt hat was Entspanntes. Ich mag das. Können mal so ein bisschen die Umgebungsdetails so ein bisschen aufziehen und hier die das grafische Geklatter ist hier sowieso harmlos in der Schelmwelt, da kann man das ein bisschen höher drehen, weil das mehr oder weniger trostlos ist und wie gesagt, ich spiele echt Cyberpunk Path Tracing hier am Anschlag, aber WoW zickt zum Teil rum und ich weiß nicht, was es ist, deswegen bin ich da mal ein bisschen defensiv bei den Grafikeinstellungen. Normalerweise muss das hier Ultramax mit Raytracing laufen, es ist nur World of Warcraft. Level 12, ach so schön, 1,0 Damage und vor allem die Zusatzattribute, die helfen natürlich. Ha! Genau, da holt sich der Orkjäger doch mal direkt die nächsten Aufträge ab. Ja, freue mich.
und bedanke mich bei allen, die das hier jetzt bis Folge 23 bereits begleitet haben. Echtzeit heißt, ich nehme wirklich alles auf, genau auch solche Reitsessions von A nach B. Viele Momente, in denen produktiv so gar nicht viel passiert, aber wir wollen ja zeigen, wir haben schon 19,5 Spielstunden. Wie weit sind wir denn nach einer Woche netto? Nach einer Woche netto Spielzeit. Das interessiert mich ehrlich gesagt nämlich auch brennend. Was ist? Sämtlichen Plunder verkaufen? Nee, eben nicht. Wollen wir gucken. Noch Kettenstiefel, ja, auch schon Crap. Aber ich behalte erstmal alles an Rüstung. Also Kettenstiefel ist hier auch schon völlig Banane unterboten. Ich behalte die ganzen anderen Sachen aber erstmal. So, der ist seelengebunden. 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 Und die Jägerweste, genau. Zum Goldcap. Zum Goldcap eingestellt, ist klar. Also eine Woche Netto-Spielzeit sind dann schon 168 Stunden, das klingt viel, aber wie weit kommt man, wenn man in der World of Warcraft anfängt, hier ohne Dragonflight, ja man hat, ich sag mal, man bezahlt das Abo, wie viel schafft man denn dann? Östliche Kanone angezündet. Das machen wir erstmal später. Assassine, Schemmbild ist doof. Wir machen erstmal hier peu à peu. Und alles, was hier auf dem Weg liegt, gerade so Teufelseisenerz. Feuerpartikel? Nett, 27 Gold. Eternium-Erz, 74 Gold. Nett. Deswegen die Schermwelt. Ihr seht schon, schon fange ich an zu lächeln. Andreas sieht, er riecht Gold. Super. Was ich aber hier ändern möchte, ist... Nee, nicht die Auktionsleisten, sondern beim Interface meine eigene Ressourcenanzeige. Das brauche ich irgendwie nicht, das nervt mich. Nee, nicht Kontaktesteuerung, Interface. Wo ist diese eigene Ressourcenanzeige? Kampf. Ist es hier? Da, persönliche Ressourcenanzeige kann weg. Also das heißt, ihr wirklich alles an Erzen mitnehmen, ihr Lieben. Hundertprozentig. Genau, Flächenzauber habe ich leider noch nicht. Freue ich mich dann als nächstes drauf. Oh, ist das neu, diese Animation mit dem gezielter Schuss? Das wusste ich gar nicht. Okay. Verkrüppeln. Das wusste ich gar nicht. Tatsächlich. Auch neu. Okay. Das sind dann Momente, da vermisst man keine Erbstücke. Aber das Spieltempo wäre ein anderes, also ganz klar. Imperatorenschild der Schnellklinge hat keiner am Auktionshaus gelistet. Das wäre sowas, dann nehme ich aber das Zehnfache des regionalen Verkaufspreises. Hier jetzt genauso in diesem Fall. Das haue ich rein für 1299. Aber sowas von. Aber sowas von.
Bin damit wieder eine Quest fertig? Ich würde sagen, ja. Die gehen wir dann noch ab. Moment, da ist ein Blümchen. Jetzt diesen ganzen was ist das für eins hier? Teufelsgras. Ah. Aber es ist für Teufelseisenerz, mache ich den Umweg. Teufelsgras 1,48 nicht. Hier sind für mich gerade Erze wichtiger als die Blümis. Definitiv. Ja, da kommen wir, glaube ich, später sowieso hin, da oben hin, und die hauen rein. Die hauen da wirklich rein. Also da brauche ich ein bisschen mehr Power hier mit meinem Jäger. Auch so ein bisschen Flächendamage und sowas, sonst kriege ich da richtig auf die Nuss. Das ist eine sehr hohe Gegnerdichte, also da lohnt sich das schon ein bisschen mehr Zugriff zu haben auf die weiteren Tools und das weitere Skillset. Kann ich nur dringend zu raten. Sonst heißt es wirklich, ja... Hier wird scharf geschossen, Vorsicht, Torpedo gezündet aus Südwest, ne? Und das wollen wir nicht. So, brauche ich den Stab? Nö, das ist jetzt für Nahkampf. Verzeihung, so. Erschütternder Schuss ist ganz nett, ist ganz nett. Bahnbrecher, super, erhöht auch Bewegungsgeschwindigkeit, sogar noch fast wichtiger erstmal. Das ist das Gute bei den Jägern. Warte mal, der Assassine. Was ist denn Assassine hier für eine Quest? Muss ich mir mal kurz angucken. Sonst ärgere ich mich vielleicht, weil ich auf dem Wege was vergessen habe. Es gibt ja schon weitere. Achso, warte mal, die ganzen anderen. Achso, habe ich schon gelöscht, die anderen. Gut. Nennt euer Anliegen. Die Gerechtigkeit wird um sie. Falkenwacht. Das sind PvP-Quests. Ich wiederhole mich gerne. Ich habe unbedingt und absolut dann Bock auf diese Serie, wenn euch das hilft, wenn euch das irgendwie inspiriert, und es gibt noch so viel zu sehen und so viel zu tun und so viel zu farmen. Vorposten Häschersturz, das mache ich mal. Muss man da eigentlich, ist egal, wir reiten dahin. Dieses immer überall hinfliegen, ne? Also wie gesagt, wir wollen Erz auf dem Weg mitnehmen. Das ist hier eigentlich trostloser Mist, ne? Aber ich mag diese ganzen... Das ist eigentlich nur ein kleiner Bereich im Nachhinein. Aber die Zangermarschen finde ich richtig toll. Das ist, glaube ich, sogar fast mein Lieblingsgebiet, muss ich sagen. Schergrad mache ich am wenigsten, aber ich glaube einfach, weil das zu sehr versetzt alles. Und weil man das mittlerweile dann so spät spielt und freischaltet, dass es vielleicht für die Kurumi-Time oder insgesamt für diesen Prozess gar nicht mehr relevant ist. Nahkampf geht immer. Aber Zangermarschen finde ich toll. Von dem ganzen Setting her und so. Gefällt mir richtig gut. Da gibt es auch Massen an Quests und da gibt es einiges zu farmen. Hallo, Schwede. Dämonischer Runenstein. Okay. Benötigt viel Runen. Ah ja. Da war was. Naja, gut. Das gab jetzt nur 3 Erz, aber 14 Gold. Lieben, 14 Gold. Ist jetzt noch für unsere Verhältnisse echt nett. 14 Gold. EU-weit. Ja, das heißt, das verkauft sich. Stellst du ein, wartest im Moment, lockst dich um. Weg ist es. Im Best Case, aber. Alle diejenigen, die aktiv EU-Mats handeln, können das bestätigen, dass das super leicht und schnell geht mittlerweile.
nächste. Die respawnen übrigens alle. Das ist ein relativ guter Respawn-Farm. Müsste man mal gucken, ob sich das von den Loot-Tabellen lohnt irgendwann. Aber hier im Umkreis könnt ihr alles niederflacken und das steht dann auch nicht wieder auf. Da. So, mein nächsten Runenstein. Peng Bum weg. Das Portal haben wir zumindest schon mal geschrottet. Ihr wisst es, was ich meinte hier mit Respawn. Auch Low-Level, das sind alles Low-Level-Geschichten. Sei denn, kann ich die anlegen. Nee, brauche ich nicht anlegen. Ist nichts für mich. Ist nichts für mich. Nächste Quest. Check. Da gibt es schon 4 Gold. Wir melden uns einfach mal an. Und Tafelseisen. So, und das will und werde ich definitiv an den Handelschart schicken. Handelschart schicken. Ach so, eine Sekunde. Da, die ziehe ich mir jetzt mal in die Leiste. Das finde ich ein bisschen leichter. Ich werde zum Rückenbrecher. Ich habe einen Bombenauftrag. Dann müsste das sein hier. Sind noch die hier, oder? Weil die gar nicht markiert sind, aber... Ja, okay. Frage beantwortet. Und dann auch noch hier. Flug unterbrechen. Lasst euch im nächsten hochlanden. Was sagt denn die Warteschlange? 1 von 3. Hm, könnte dauern. Könnte dauern.
euch Vermutungen her. Und es gibt die neue Büchse und die ist auch noch ein bisschen höher geprockt. Damit bin ich die Crap-Hosen los. Und das feiere ich ganz groß. Das kann auch weg. So, nach Trimar zurück. Machen wir doch. Rückenbrecherposten. Moment, ist das der hier unten? Ist er doch, ne? Ja. Da holen wir schon mal den Flugpunkt. Ich brech das ab. Inni machen wir. Achso. Wenn jetzt sofort hier die Einladung kommt. Nein, Inni macht. Nee, machen wir nächstes Mal. Denn hier, das werdet ihr jetzt sehen, was ich meinte, hier ist so eine megamäßige Questdichte. Es gibt hier so viel zu tun. Ich möchte hier erstmal ein bisschen Quest-XP mitnehmen. Und dann hau ich in der nächsten Session, starten wir dann direkt hier mit dem, mit den Instanzen. So, die haben wir schon. Interessant, hier ist also dieser Klassik-Bogen-Crap-Hill. Kam oben bloß hier weg, hier die Nerven hier rum. Die werden kurzfristig auch aggressiv. Gemischtwaren, Handwerkswaren. Hier genau die Gesucht, das Gesuchtschild. Tötet den Morgenmeister. Wir fliegen jetzt von hier zurück nach Trauma. Bam, bam, bam. Oh, wie viel, was ist denn hier los? Wie viel Blumen bitte? Was? Ach, Höllenwirbelkraut. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier? Das ist ja XP-Farm incoming, ihr Lieben. Aber ne. Didup. Hat was Entschleunigendes. Was braucht ihr? Gut, kenn ich auch. Ja. Das Konstruktionslager sollen wir angreifen. Das ist ja. Ja, machen wir das doch. Machen wir sehr gerne. Das ist ja quasi über unserem Kopf. Interessant, die kann man gar nicht mehr anklicken, seitdem sich das verändert hat und sowas. Und die Fälle bin ich ja schon gerannt, dass ich dachte, wieso kann ich nicht fliegen lernen? Ich muss doch hier zum Flugradmeister. Was ist denn hier los? WTF. WTF. Ich glaube, ich bin hier zu hoch, ne? Wo?
Na, wollt ihr das nochmal in Zeitlupe sehen oder was? Das ist das Schöne bei dem Jäger mit Rückzug, dass man irgendwie gefühlt 17 Kilometer in die Tiefe fallen kann und dann drückt man kurz Rückzug und ach so, oh ja, danke. Nichts passiert. Das hätte jetzt auch ein abgrundtiefer Fail werden können. Moment, die Diener ist das auch. Ja, bla, das will ich nicht haben. Ach, den, ah, das ist auch so eine Quest, die lässt euch zum Axtmörder werden, ohne Witz, ne? Aber. Und hier eigentlich hoch. Ja, ob das jetzt der reguläre Weg ist, keine Ahnung. Ist aber wurscht. Wir sind da. Moin. Wollte mich kurz mal vorstellen. Mein Name heißt. Ach, du bist schon nicht mehr hier. Gut. Dann sparen wir uns das mit der Vorstellung. Traumblatt. Auch gerne genommen. Sind nur Halme. Das ist mal so. Und diese Gegnerdichte, das kann hier nerven. Aber im Moment scheint der Killspeed ganz ordentlich zu sein. Deswegen probiere ich das mal kurz hier. Gut, dass wenn man hier durchreitet und dann abgemountet wird und ihr habt hier diesen ganzen Train, den Hate-Train unter euch. Haben wir schon die Nummer 5. Ja, gut. Ja, das macht den Jäger halt so charmant, muss ich einfach sagen. Zuverlässige Schuss erzeugt 10 Fokus. Von Akana Schuss. Das ist nett, weil das. Okay, das sind alle nett. Die sind echt alle nett. Also sehr interessanter Skilltree bisher. Was sind das? Sind das hier diese 8? Ach so, Schmieden Sägeklinge, da muss ich erst nochmal hin. Wahrscheinlich hätten wir auch hier rüberfliegen können. Bin mir nicht sicher. Die Allianz hat einen Flugpunkt. Ich muss mal gucken, ob wir auch einen haben. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
Wackeln wir mal kurz da hinten rüber. Sind alles Kill-XP, gelle? Also, gefällt mir gut. Gezielter Schuss, muss ich ja mal sagen. Damit kann man arbeiten. Also wenn ihr Einsteigerin Einsteiger seid in der World of Warcraft, ist die Jägerklasse nicht so verkehrt, weil sie doch einiges an Bequemlichkeit bietet. So, wo ist jetzt hier Mister? Achso, Schmiede, Bestie, Siegeklinge. Der Strom hat hier immer rum. Siegeklinge, genau. Und dann nehmen wir das Erz gleich noch mit, dann können wir uns zurückporten. Und dann haben wir gleich noch ein bisschen Auktion und dann ist die Stunde rum. Perfekt. Dann haben wir wieder Spielzeit. Ein Stündchen. Sauer investiert und noch eine Folgequest. Und noch ein grünes Item. Scherbenwelt Kopfschutz der Schnellklinge. Warum hört ihr so diese kleine Nuance an Freude? Weil das so Gegenstände sind. 1000 Gold Regionspreis. Kann ich für das 3- bis 5-fache verkaufen. Schauen wir mal, wie das Server damit umgeht. Gerade wenn solche Sachen nicht im Auktionshaus gelistet sind, ist die Freude natürlich groß. Jetzt wollte ich hier nochmal schauen. Klicke die Klacke die Klack. So. Ist das jetzt ein Allianzflugpunkt? Ja, ihr seht rot. Weil wir es natürlich bis zu unserer Homebase nicht so weit haben, haben wir da keinen Flugpunkt gespendet bekommen, denn wir sind ja hier. So, das heißt, es portet man zurück. Ja, sehr schön. Das war eine ergiebige Stunde. Freut mich, hab echt Bock auf die Scherbenwelt, muss ich zugeben. Da habe ich hier wirklich Lust zu. Wir schicken jetzt erstmal an den Auktionsmann so ein bisschen an Zeug. Moment, das machen wir aber gleich. Konnte ich nicht Quest ab... Genau, erstmal Quest abgeben. Das werden wir tun. Die werden wir kaputt machen. Ihr erinnert euch, ich hatte ja was gesagt. Den nehmen wir mit hier. Ah, und ist gleich ein bisschen günstiger geworden, weil der Ruf Trimer, unser Ruf Trimer ist jetzt freundlich. Das heißt, 5 Gold ist Flipping-Potenzial. So, verkauft von, wer war denn das? Rohawk. Und zwar sind wir hier, ja, das ist ja die Höllenfeuer. Höllenfeuer Halbinsel. Schreiben sollte man können, ne? Das hilft meistens. Dreimal, so. Der Kollege hier heißt Rohawk. Rohawk und er verkauft uns ein Schmiedekunstrezept.
geringer Zauber. So, das speichern wir mal ab. Seid sicher. Ja, chill mal deine Base. So. Was jetzt auch nochmal gucken könnten, ist bei den Berufen. Bergbautagebuch. Bringen die Barren denn mehr? Die Barren bringen 9, ist fast egal. Man braucht 2 für einen Barren, das ist fast wurscht. So, manchmal sind die Erze noch ein bisschen wertvoller, weil sie eben für das Juwelenschleifen auch nochmal interessant sind. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier für der Post? Das ist hier mein Lager. Ihr erinnert euch. So, was schicken wir rüber? Das schicken wir definitiv rüber. Das schicken wir rüber, das schicken wir rüber, das schicken wir rüber. Dann diesen ganzen Fetz-Kram, das ist Crap. Krieg ich ja Klaue. Egal, schicke ich rüber. Die Stoffe schicken wir auch alle rüber. 25 Gold für einen Dämmerstein? Was? Convert Value? Das werden wir ja sehen. Das gucke ich mir mal an, ihr Lieben, ob das alles so stimmt. Wirft eine schwere. Oh, da habe ich eine Quest verpeilt. Das muss ich gleich nochmal. Das vergesse ich sonst zum nächsten Mal. Packe ich erstmal mit rein. Also, das sind Schrott-Adams. Das ist vielleicht auch etwas, was ich an den Händler gebe. So, was war denn das? Ein bisschen schon Untiefe. Ah, das machen wir jetzt, ihr Lieben. Sonst vergesse ich das. Ich vergesse es sonst. Wo hätte ich denn hier hin? Da. Habe ich verpeilt. Naja, vielleicht gibt es ja ein Erzvorkommen, was uns das ein bisschen versüßt. Ja. Geben die eigentlich irgendwas an Loot? Oder XP? Ich glaube nicht, ne? Ah, haben sie auch alles genervt. Das haben sie auch alles genervt, weil das die Geschichten waren, die mit Sicherheit damals exploited worden sind. Vielleicht gab es damals zum Release für sowas XP und Sachen. Aber das sind die ersten Sachen, die dann genervt werden. Hallo. Crash. Ja, seht ihr? Geben auf. Müsste ich mich für die Garnisonsressourcen nochmal zurückporten, aber also daran muss ich auch nochmal denken, wollte ich sagen. So, ein bisschen schon Untiefe, das ist das jetzt. Lohnt sich das denn questmäßig auch so? Naja, Hose habe ich schon, aber 2100 Erfahrungspunkte, dann haben wir schon die Hälfte durch zu Level Nummer 14. Also der Skilltree sieht interessant aus. Ich mache hier so ein bisschen nach Gefühl, was plausibel ist. So grundsätzlich falsch kann man nichts machen. Die Mobs fallen irgendwie um. Hängt ein bisschen davon eurer Rotation ab. Und guckt ein bisschen, wie ihr spielt. Ja, man kann Sachen dann nachher auch wieder umschmeißen, wenn euch das nicht passt, wenn ihr gewisse Zauber nicht nutzt. Vorarbeiter müssen wir umhauen hier. Oh, sind direkt hier 2 Stück. Haben wir auch. Teufelskanone brauchen wir dann noch. Teufelskanone haben wir, Gelle. Ich glaube, dann sind wir durch. Sind wir dann durch? Ja. Sehr gut.
Also wenn ihr hier bei dieser Schleife durch seid, dann hat man das soweit gut getroffen. Das ist jetzt eigentlich nur der Bonus, wenn man das am Anfang jetzt nicht genau platziert hat, aber ab hier ist es eigentlich dann schon wieder längst warten. Und einfach nochmal ein bisschen Damage raushauen. Bam. Zack. Stunden, das kann ich ja schon mal fertig machen. So, und vorne steht eine 3. Vorne steht die 3. Und damit sich das ausbalanciert, jetzt sind wir natürlich über den 60 Minuten ja schon in dieser Aufnahme mit den Auktionen, mit dem Questen. So, dann kommt demnächst mal halt eine Aufgabe, da schließe ich dann alles dann vielleicht in 55, 56, 57 Minuten ab, dass das ungefähr so hinkommt. Und ihr seht, ich habe dieses Stopp-Modell eingestellt, weil das irgendwie auch schon wieder so ein Gedankenkorsett ist, auch ablenkt, um dann auf die Uhr zu gucken. Ich achte hier ein bisschen auf die Streamzeit. Und dann haben wir es. Was ist das? Das ist doch jetzt nur die Wiederholungsquest. Rückkehr. Nee. Brauchen wir nicht. Ich glaube, das bringt gar nichts, diese Quest. Die Rückkehr zur abyssischen Untiefe braucht man nicht. Markiert auch nicht auf der Karte, warum sie da ist oder nicht wiederholbar. Ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt. So, und du bist hier irgendwann fällig. 30.000 Lebenspunkte. Wir melden uns zu ein paar späteren Leveln. Genau, muss auch auf die Karte gucken. Das war ganz witzig, wenn die Leute so, wo muss ich jetzt hin? Genau. Ich kann das. Ich fühle das. Da haben wir doch ein bisschen was geschafft. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Auktionsmann, kloppen ein paar Sachen rein und dann haben wir es auch nicht so weit überzogen. So, ist irgendwas abgelaufen? Nein. So, alle sonstigen. Verkauft eine Flitzdistel nochmal. So, also Handwerkswaren haben wir wieder ein bisschen was. Das hier, das hier, das, 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 das. Füllt sich langsam die Bibliothek? Gut, das ist dann hier und weg. Imperatorenschild, sagte ich ja schon, 12,99. Kann sogar zu defensiv sein, weil das sieht von dem Modell schon cool aus. 14,99. Letzte Aufrufe, genau. Weg, weg, crap, crap, crap. 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 Lumpenpack Bustanisch, 129. So, das Ding hier, das haue ich auch mal, also für, aber definitiv für 3000 Gold rein. Ah, schon zu defensiv, 4000 Gold. Dieses knallige Rot und so, das ist schon cool. Dafür kann man auch, wenn der Regionsverkauf zwar schon fast 1000 ist, ist das sogar auch noch zu defensiv. 4,9. Wir werden sehen, ihr Lieben, wir werden sehen. 30,696. Jetzt haben wir gleich mal ein paar Einstellgebühren, gucken wir mal. Das ist schon einiges unter Mindestpreis, ist dann aber auch wurscht. Was? Oh, da hat schon jemand... Ach was.
Wollen wir uns mal gucken. Was? Dalaran Göl für 300... Nee, das flippe ich. So, das ist jetzt eine Geschichte. Die 374 Gold gebe ich aus. Das ist so günstig für so ein Item. Diejenigen, die meinen Kanal schon sehr lange verfolgen, wissen, dass ich mit dann solchen Sprüchen komme wie: Diesen Preis lasse ich nicht zu. Das kann ja nicht sein. Kann doch nicht so ein Item so günstig einstellen. Es kann. So, dadurch, weil ich jetzt ein bisschen was investiert habe, jetzt gehe ich wieder ein kleines bisschen defensiver vor. Jetzt habe ich ja schon zwei von denen. Das Grund-Item. Hau ich jetzt rein für 3999. So. Bisschen defensiver. Okay. Okay. 30, 3, 2, 2. Vorne steht noch die 3. Das ist mir wichtig. So, und damit sind wir jetzt hier Anbieter. Ach so, weil jetzt gerade, es laufen gerade so viele Auktionen ab. Oh, ist das nervig. Dann stellt TSM die nicht ein. Wenn parallel gerade Auktionen zurück in die Post kommen. So, das hat er jetzt gemacht. Kriecherklaue, Kriecherfleisch. Ihr seht ja schon, also man hat letztendlich, ne, hier 18 Silber, Einstellgebühren, aber pff. Bonone. 69 Gold, stelle ich dafür ein. Stellen wir dafür ein. Deswegen, im Grunde nach, wollt ihr nachher so viel Gold machen, dass diese Auktionshausgebühren einfach irrelevant sind. Dämmerstein stelle ich jetzt auch ein für eine 8 Gold. Sollen sich andere mit Cancel Relit Scans da beschäftigen, denn die sind relativ teuer in der Einstellgebühr. Die kosten ja schon so 3,50 Gold beim Händler. Die hätte ich jetzt schon garantiert, wenn ich 8 dafür kriege. Minus 5% soll es mir auch recht sein. Werte Freundinnen und Freunde. So, da hat wieder jemand gedumpt. Sehen wir nochmal die ganzen abgelaufenen Geschichten. So, und bei der nächsten Folge kappe ich das dann so auf knapp auf 57, 58 Minuten, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Ne? Dann sonst sagt man nachher Interesse, na, wenn man mal die ganzen Zeiten, die du überzogen hast, ja, Thomas Gottschalk-mäßig und wetten das so, dann bist du netto nicht bei den 24 Stunden ersten Tagabrechnung, sondern eigentlich bei 26,5 so. Und glaubt mir, Leute, es gibt solche Korinthenkacker. Jetzt laufen mir schon wieder Sachen ab im Hintergrund. Mal gucken, ob er mir gleich den Scan zerschießt. Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn man gerade scannt und hat diese Einlaufprozedur und Cancel-Prozedur und parallel verliert er Sachen aus dieser Datenbank, dann zerschießt er sich so ein bisschen. So, den ganzen anderen Crap, den schicke ich jetzt weg. So, dann haben wir es geschafft und sind bei 30.216 Gold. Ja, den haben wir ja doppelt. Den kann ich jetzt auch rüberschicken. Wollen wir die abgelaufen nochmal einstellen? Man sieht also, wo die Zeit bleibt. Man sieht, wo die Zeit bleibt. So fürs Protokoll. Wir sind bei 30.319 Gold. Alles noch im Rahmen, alles in Ordnung. 30319 durch. Wir haben gespielt 20,5 Stunden. Sind bei 1478. Wir bleiben also, wir stabilisieren uns weiterhin in so einem Bereich. Wir gehen marschieren ganz langsam Richtung 1500 Gold. Netto liquidiert pro Stunde. Ganz langsam.
In Echtzeit, wirklich in Echtzeit. 1500 Gold die Stunde, jetzt mit diesen ganzen Low-Level-Chars und so. Kann auch schlimmer sein, kann auch besser sein. Ja, wir brauchen mal ein paar Lucky Sales. Wir kommen irgendwann durch die Masse. Es kommen Sales durch die Masse, weil sie immer kommen. Das ist ja das Schöne. In der WoW als Wirtschaftssimulation, ja, dann können wir uns hier ausklinken. Ich sage, schon cool, dass ihr da wart, schon cool, dass ihr wiederkommt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Playlist ist verlinkt. Vielen Dank an die Kanalmitglieder. Und es folgt die 24. Ja, und wir sehen, wir haben schon zwei Charaktere über Level 20, kurz vor 30. Den Taurung, den Charmy haben wir noch, den Jäger. Auf die fokussiere ich mich erstmal, dass wir die weiterziehen. Wir haben den Zwerg Paladin auch noch. Also es gibt noch einiges zu tun, ja, aber die können dann in unterschiedlichen Crewme-Times agieren. So, und nächste Folge machen wir dann, bleibe ich unter einer Stunde. Passt es. Bis zum nächsten Mal, Lieben. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Und freue mich auf die nächste Aufnahme mit euch. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.